Hey Tim, heute geht es um das Video, die besten Smartphones von diesem Jahr. Ich habe einige Kollegen gefragt, nicht alle haben mitgemacht, entweder keine Zeit, keine Kamera oder wie auch immer. Aber die üblichen Verdächtigen auch vom letzten Jahr haben natürlich mitgemacht. Und ich würde mal sagen, wir starten mit dem Essen. Hallo meine Freunde, mein Name ist Christian, ich betreibe den deutschsprachigen Technikkanal TechLoop auf YouTube und Dagi hat mich auch in diesem Jahr wieder gefragt, hey, hast du mal Lust, deine Highlights des Jahres 2017 vorzustellen bzw. euch mitteilen zu können, welches Smartphone mein Daily Driver ist? Und genau das möchte ich in den nächsten Minuten tun. Ich habe für diese kleine Zusammenfassung, die so zwischen 4 bis 5 Minuten dauert, 4 Smartphones ausgesucht. Und zwar 2 Smartphones aus dem High-End-Bereich, das heißt Samsung Galaxy S8, HTC U11 oder auch Huawei Mate 10 Pro spielen in diesem Bereich. Und ich habe auch noch 2 weitere Smartphones aus der Mittelklasse rausgesucht. Fangen wir damit auch schon direkt beim ersten Quartal des Jahres 2017 an. Und da waren meine Highlights definitiv das Samsung Galaxy S8, aber natürlich auch dessen größeren Bruder, nämlich das Samsung Galaxy S8 Plus. Nicht nur das Design wurde in diesem Jahr durch Samsung wirklich stark angepasst, man hat auch wirklich richtig gute Hardware an Bord, einen einigermaßen guten Akku, das heißt, ich muss den Akku zwar jeden Tag laden, aber ich habe bei beiden Modellen die Möglichkeit, das Teil A via Quick Charge zu laden und zum zweiten auch via Wireless Charging, obwohl das Gehäuse sogar wasserdicht ist. Aber das richtige Highlight am Samsung Galaxy S8 und natürlich auch an dem großen Bruder sind für mich die Kameras und die zählen für mich Ende des Jahres 2017 immer noch definitiv zu den besten Kameras auf dem Markt. Auch wenn es für euch jetzt etwas langweilig klingen mag, wir bleiben im ersten Quartal und wir bleiben auch bei Samsung, denn zur CES 2017, die findet ja jedes Jahr Anfang Januar statt, hat Samsung bereits die neue Mittelklasse für dieses Jahr vorgestellt, nämlich mit dem Samsung Galaxy A3 und auch mit dem Samsung Galaxy A5 2017. Und nicht nur das Design wurde etwas angepasst gegenüber des Vorjahres, man hat jetzt auch die Möglichkeit, auf ein wasserdichtes Gehäuse zurückzugreifen. Die Akkulaufzeiten, vor allem bei dem kleinen Gerät, was nur eine 720p-Auflösung hatte, die war bei mir wirklich hervorragend. Das heißt, ich konnte mit dem Teil ungefähr 20 Stunden Video schauen. In der Regel beträgt das so zwischen 7, 8 oder auch 9 Stunden. Wir haben das wasserdichte Gehäuse. Und obwohl die Preise am Anfang Januar oder auch im ersten Quartal noch relativ gesalzen waren, nämlich bei 320 und auch bei 430 Euro, sind die momentan bei 210 und auch vor allem 270 Euro äußerst attraktiv und müssen sich auch vor den Konkurrenzprodukten, die im späteren Verlauf des Jahres 2017 vorgestellt wurden, überhaupt nicht verstecken. Springen wir damit auch schon ins dritte Quartal des Jahres 2017 und damit auch zum Apple iPhone X. Und viele von euch werden jetzt natürlich sagen, und das teilweise auch zu Recht, es war mir klar, dass das iPhone X auch in meiner Zusammenfassung auftaucht, aber man sollte sich auch bewusst sein, dass Apple mit dem iPhone X seit Jahren, und zwar seit dem iPhone 6, nicht nur das Design grundlegend geändert hat, sondern auch erstmals wirklich auf sehr gute Hardware, nicht nur auf der Rückseite bei der Dualkamera, sondern vor allem auf der Vorderseite beim Display setzt. Auf der Rückseite, und das hat natürlich auch die XOMark bestätigt, haben wir eine sehr starke Dualkamera. Das heißt, damit hat man die Möglichkeit, Bokeh-Fotos zu schießen, man hat die Möglichkeit, Videos in 4K und 60 FPS aufzunehmen, aber auf der Vorderseite haben wir auch ein sehr starkes Display, was nicht nur eine sehr hohe Auflösung hat, fast randlos ist, sondern laut DisplayMate natürlich auch sehr gute Eigenschaften, wie True Tone, wie 3D-Touch, wir haben eine sehr hohe Auflösung, hohe Blickwinkelstabilität, wir haben erstmals ein OLED-Panel dabei, was allerdings von Samsung geliefert wird und das im Gesamtpaket, auch wenn das iPhone X richtig teuer ist, doch ein richtig gutes Smartphone ergibt. Zum Schluss kommt noch ein weiteres Mittelklasse-Smartphone und da muss ich euch wirklich sagen, dass ich wirklich froh bin, dass dieses Video erst Ende des Jahres vorgestellt wird. Und wer meinen Kanal vielleicht verfolgt, der wird auch sehen, dass ich wirklich ein sehr ausführliches Review zu diesem Smartphone gemacht habe, nämlich zum Moto X4. Vorgestellt zur IFA 2017, kostet um die 300 bis 350 Euro, Glasgehäuse, sehr starke Kamera auf der Vorder- und Rückseite, Rückseite übrigens Dualkamera, wasserdichtes Gehäuse, wir haben Quick Charge dabei, das heißt innerhalb von 75 Minuten wird das Teil wieder von 0 auf 100 aufgeladen. Wir haben auf der Vorderseite ein 5,2 Zoll großes Full HD Display mit IPS Panel und alles im Gesamtpaket macht das X4 wirklich zu einem der besten Mittelklasse Smartphones, die ich in diesem Jahr testen konnte, auch wenn ich es bei meinem Testbericht oder in meiner Zusammenfassung auf meinem Kanal leider nicht erwähnen konnte, da es noch nicht so weit war. Zum Schluss komme ich noch zu meinem Daily Driver und dazu springe ich wieder ins erste Quartal und damit auch wieder zu Samsung. Obwohl wirklich viele gute Smartphones im Jahre 2017 vorgestellt wurden, nicht nur von Samsung, von Apple, von Motorola, sondern auch von Huawei, von LG,
von HTC und dergleichen, bin ich doch dem Samsung Galaxy S8 treu geblieben, weil mich vor allem die Kamera bei diesem Smartphone wirklich vollends überzeugt. Akkulaufzeit ist bei mir wirklich so durchschnittlich, aber aufgrund der Tatsache, dass ich es A via Quick Charge und auch Wireless Charging aufladen kann und auch dieses kleine S8 wirklich sehr kompakt ist, ist es auch am Ende des Jahres 2017 mein Daily Driver. Und damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich bei dir wieder, Daki, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, wir sehen uns natürlich wieder. Ciao! Hi zusammen, ich bin Franz vom YouTube-Kanal SwagTab und der Daki hat mich wie auch schon letztes Jahr gefragt, was denn so meine Smartphone-Highlights dieses Jahr waren, beziehungsweise welches Smartphone ich momentan so nutze. Ich fange mal an mit den Highlights und das ist gar nicht mal so einfach zu sagen für mich, weil wir dieses Jahr so viele gute Smartphones gesehen haben. Ich versuche mich aber jetzt mal kurz zu fassen. Highlight erstes Halbjahr würde ich jetzt mal sagen, also Q1 und Q2 auf jeden Fall das Samsung Galaxy 8 und das Galaxy S8 Plus. Da gab es viele gute Smartphones, HTC U11 oder auch das LG G6. Aber mein Highlight war auf jeden Fall das Galaxy S8 bzw. das S8 Plus, einfach weil die designtechnisch mit diesen Infinity Displays Maßstäbe gesetzt haben. Das hat vorher keiner so gut gemacht, auch noch mit den Edge Displays an den Seiten hier. Also das war, glaube ich, einfach richtungsweisend, deshalb vollkommen zu Recht diese beiden Smartphones so meine Highlights. Jetzt im zweiten Quartal ist es schwer, das schon definitiv zu sagen. Im zweiten Halbjahr, weil noch ein bisschen was aussteht. LG V30 habe ich heute erst bekommen, da war der Daki ziemlich zufrieden mit. Und viele andere auch, also da erhoffe ich mir auch noch einiges. Und dann kommt ja auch noch das HTC U11 Plus, in das ich sehr, sehr viele Erwartungen setze bzw. habe. Also das kann ich euch nicht definitiv sagen, aber Stand jetzt momentan würde ich wohl tatsächlich sagen, das iPhone 10, bisher das Highlight vom zweiten Halbjahr, sage ich jetzt einmal mal, weil das endlich seit langem mal wieder ein iPhone ist, was ich persönlich gern nutze. Face ID funktioniert super, das Display ist einfach absolut genial, mich stört auch die Notch nicht und so weiter, also ein Smartphone, was ich sehr, sehr gerne mag. Daki meinte auch noch, ich soll noch ein bisschen was sagen so zum Thema Preis-Leistungssieger. Preis-Leistungssieger auch schwer zu sagen. Da nenne ich jetzt mal zwei. Einmal auf jeden Fall, mehrere, noch viel mehr. Also Honor 6X und Samsung Galaxy A5 2017 in dieser Kategorie bis 300 Euro. Das Honor 6X ist ja schon so günstig gestartet, ganz am Anfang des Jahres. Das Galaxy A5 2017 aber immer so nach und nach günstiger geworden. Glaube ich, bekommt man mittlerweile schon für um die 230 Euro und dafür hat das Ding echt viel zu bieten. Wenn wir dann etwas höher gehen, so auf die 400 bis 500 Euro, sage ich mal, sind meine Preis-Leistungs-Sieger auf jeden Fall das Honor 9, was es ja jetzt zeitweise für, ich glaube, 280 Euro mit Cashback gab. Absolut genial für diesen Preis. Und auch noch das LG G6. Das startete ja, glaube ich, irgendwie mit 700 Euro, waren es 749, ich weiß es gar nicht mehr. Aber der Preis ist dann LG-typisch ja echt rasant gefallen und war dann relativ schnell bei so 450 Euro in dem Preisbereich. Da war es schon genial. Ich glaube, jetzt mittlerweile sind wir so bei 400 Euro und dafür ist das Ding wirklich ein No-Brainer und immer noch eine super Wahl. Also das so meine Smartphone-Highlights dieses Jahr. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wenn es jetzt darum geht, was momentan so mein Daily Driver ist, habe ich ja eben schon ein bisschen so gespoilert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt tatsächlich nach Jahren mit Android mal wieder zu iOS wechsle. Also ich spiele schon mit dem Gedanken, das iPhone 10 jetzt mal wieder als Daily Driver zu benutzen. Ich will aber auf jeden Fall auch noch das HTC U11 Plus abwarten und ich will auch noch das LG V30 jetzt in den nächsten Tagen testen. Das soll es von mir gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Bin gespannt, was die anderen so erzählen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao. Hi, ich bin Daniel von Tablety und mein persönliches Smartphone-Highlight 2017 ist ein Smartphone, das ihr wahrscheinlich nicht erwarten würdet in diesem Video. Es ist das LG G6. Manche haben von einem Fail am Anfang gesprochen. Ich persönlich finde das Smartphone richtig stark. Klar, am Anfang war es überteuert mit 800 Euro UVP. Konnte man den Preis nicht wirklich rechtfertigen. Aber mittlerweile kostet es 350 bis 400 Euro je nach Aktion und dafür ist das ein richtig starkes Gerät. Es war eines der ersten Smartphones dieses Jahr, die überhaupt diese 18:9 Bildschirme nach Europa brachten. Es sieht immer noch meiner Meinung nach sehr, sehr gut aus. Es entspricht Militärstandards, ist also auch noch robust, ist auch noch wasserdicht und das können weitere Geräte in dieser Preisklasse häufig nicht bieten. Die Kamera, die macht richtig Spaß, vor allem, weil diese Weitwinkellinse bisher in keinem weiteren Smartphone so verwendet wurde, zumindest nicht
dass es bisher erhältlich ist. Das LG V30 hat diese Weitwinkellinse, aber es ist in Deutschland immer noch nicht so wirklich erhältlich. Vielleicht wäre das ja mein Smartphone-Highlight gewesen, aber LG, sorry, ihr habt es halt leider mal wieder etwas verkackt und es nicht rechtzeitig auf den Markt gebracht. Also von dem her ist LG G6 mein persönliches Highlight 2017. Allerdings ist es nicht mein Daily Driver, denn das ist das Huawei Mate 10 Pro, das ich nun seit 3-4 Wochen nutze und das nutze ich wirklich sehr gerne. Das liegt vor allem an einem wichtigen Feature, das mir persönlich im Alltag wirklich sehr viel bringt. Das ist der Akku. Wir haben hier einen 4000 mAh großen Akku. Die Akkulaufzeit im Vergleich zum Mate 9 ist nochmal 15-20% besser geworden. Damit komme ich auch durch den anstrengendsten Tag auf einer Messe oder auf einer Veranstaltung, wo ich wirklich sehr viele Fotos mache, Tweets raushaue etc. Und das ist für mich eines der Killer-Kriterien des Huawei Mate 10 Pro. Das bietet so ziemlich die beste Akkulaufzeit, die ihr dieses Jahr in einem Top-Smartphone erwarten könnt. Dazu ist es richtig schnell. Der Kirin 79 macht im Grunde alles richtig. Wir haben eine starke Kamera. Ich würde sagen, sie ist nicht ganz so stark wie im Galaxy Note 8 oder in einem HTC U11, aber sie kommt so 95% dahin und das reicht mir vollkommen aus. Im Dunkeln ist sie deutlich besser als beim Vorgänger und mit dem Pro-Modus habe ich eben die Einstellmöglichkeiten immer parat, sodass ich relativ individuelle Bilder machen kann. Deswegen mein zweites Highlight und aktueller Daily Driver, und das wird, denke ich mal, auch in Zukunft so bleiben, das Huawei Mate 10 Pro. So, das waren die lieben Kollegen, natürlich allerdings in der Beschreibung unten zu den Kanälen, falls ihr noch nicht abonniert habt. Jetzt kommen wir zu meinem Teil. Das beste Budget Phone von diesem Jahr wäre meiner Meinung nach das Moto G5. Hat alles, gutes Display, gute Akkulaufzeit, Fingerprint nach vorne, et voilà. Für ein bisschen mehr Geld bekommt man schon das LG G6. Das startete am Anfang mit 700 Währungseinheiten, oder jetzt Schweizer Franken oder Euro. Ein ziemlich heftiger Preis. Momentan kriegt man den für 380 neu. Also, das ist für mich der Sieger. So, dann kommen wir zum nächsten. Das bestaussehende, meiner Meinung nach, ist das iPhone X tatsächlich. Es sieht einfach pornös aus. Es gibt einige Kritikpunkte, natürlich die Kamera hinten ist ein bisschen langgezogen, aber im Großen und Ganzen, wie das Feeling so ist, alles, ich finde es ein sehr gutes Telefon. Und dann habe ich noch als letztes meinen Daily Driver. Das ist nicht das iPhone X. Ich habe es zwar auch, ich habe es genutzt, aber ich bin jetzt gewechselt auf LG G6. Aufs LG V30. einfach aus dem Grund, gute Akkulaufzeit, hammermäßiges Handling, es ist 6 Zoll groß, aber das Pixel 2 XL zum Beispiel, das hätte ein 6,4 Zoll Display haben können, aber anderes Thema. Eben wie gesagt, die Kamera gefällt mir auch sehr gut, weitwinkelmäßig, Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Display bei der neuen Generation ist gut, nur sozusagen. Es gibt eine neue Version von den Panels, von den P-OLED Panels von LG. Die sind sehr gut, wie gesagt. Und das überzeugt mich einfach an diesem Telefon. Das ist Militärstandard, hat fachsinnig, das kratzt mich nicht so. MicroSD benutze ich nicht. Ja, das war's von mir, das war's von uns. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch schon im Voraus. Schöne Weihnachten natürlich, frohe Festtage, genießt die Zeit mit euch, mit eurer Familie, mit euch selber. Und wie gesagt, die Links unten. Und bis zum nächsten Jahr. Ciao.